Helfer. Dieses Mal choke ich nicht. Jito nur zu viel verdient, also die Warnung. Trailing our teammate by 2.5 seconds.
Dieses Mal richtig. Nochmal für die Fastest gepusht, aber Reifen zu alt. Whatever. Ich glaube, das ist schon mal ganz gute Redemption. Erstmal Full Trigger Mode aktiviert, nachdem ich so frustriert war gerade. F. Come on. Yes! Fastest lap trotz des Fehlers. Let's go. Immer DNFs und P6, sehr stark. Sieht immer aus, als wäre ich im Qualifying OP und im Rennen laufe ich mich selbst auch perfekt. Okay, das ist nicht so perfekt. Sollte nicht mehr DNF gehen für die Teamwertung. Aber ich sag's jedes Mal. That's what let them focus on getting the best out of everything else. The car, the strategy, they managed to keep out of trouble the whole way around. An amazing race today and a very... Blue screen codes, my bad. F. Da gewinnt ART und die führen in der Teamwertung. Jesus. Gotta deliver some. Thanks, Bro. Warum bist du mir nicht mal Zuschauer angezeigt, aber echt vielen Dank, da musste ich erstmal richtig reinschützen. Ich glaube, das war eines der besten Sprintrennen bisher, also von dem Sand Level. Let's give it to Louis Deletraz. That was a commanding performance. Grazie, ragazzi. Also ich weiß, das nächste wohl ja Monster sein sollte. Mache ich einfach noch das zweite hinten dran. Zwei Rennen pro Part, das ist doch was. Vor allem, ja, wie gesagt, ich choke's immer im ersten und bin ich umso motiviert im zweiten. Mal geht's richtig gut, mal geht's schief. Man wird sehen. Fahre mal nebenbei meine Bewerbung. Get in there, boy, get in there. Ich freue mich schon. Dann haben wir mal ein bisschen wieder was von dem Profi zu sehen.
Wird auf jeden Fall mal spannend. Kleiner Seufzer, weil ich wieder Vietnam-Flashbacks von Belgien bekommen habe. Aber ich gucke aufs Wetter und es wird nicht regnen. Danke. Eigentlich mag ich Regen. Also, no hate. Ich mag Regen echt, aber ich muss erstmal so aufpassen, nicht zu choken. Und F2 ist nochmal was anderes irgendwie. Pizza, Pizza, Pizza. Ich habe bei den Flügeln noch nicht so die Ahnung, der Rest sollte so grob passen. So, gehe ich beim Heckflügel runter, gehe ich beim Frontflügel runter, gehe ich vielleicht sogar hoch. Also ich glaube, drei vorne ist schon gut. Beim Heckflügel bin ich mir nicht sicher. Wir fahren einfach mal die gute alte Metastrategie viel langsamer als die KI auf der Geraden und dann irgendwie versuchen müssen, in den Kurven eklig zu überholen. Weil F2-Autos sind halt meiner Meinung nach mit mehr Downforce am schnellsten. Also mehr als zumindest Formel 2, Formel 1-Autos. Vorne zumindest gerade. Ich sag mal grob immer zwei Klicks mehr vorne. Und hinten braucht man nicht mal viel mehr, weil die schon eigentlich halbwegs gut liegen. Je nachdem. Und das verleitet halt manchmal auch zu viel zu wollen, wie ich kenne. Und dann liegen sie doch nicht mehr so gut. Ja, hast du schon angesprochen. Im Spiel nicht so gut umgesetzt, dann die Track Limits, dann ist es lange Strecke, machst du einen Fehler, musst komplett neu starten. Und das dauert manchmal 1 bis 2 Minuten, wenn du schon im Mittelsektor warst. Das ist halt sehr frustrierend auf jeden Fall, das fühle ich mir. Absichtlich langsamer. Okay, das sollte reichen, weil ich habe zu viel gecuttet. Gerade im Busstop den Spin bekommen. Ja, Busstop ist für mich auch meine Nemesis. Verglichen mit anderen verliere ich da irgendwie durchschnittlich ein bisschen mehr Zeit. Das verstehen ihr wahrscheinlich eher nicht so, aber ja, ist auch nicht so hundertprozentig gut umgesetzt, meine ich, übersetzt. Die Runde muss jetzt sitzen. Hoffe ich mal. Aber ich habe hier eh noch Softs. Never mind. Aber vielleicht ein bisschen um den Rhythmus zu kommen. Aber kriege ich hin. Quali war eh immer ganz gut, auch mit Multitasken, also All G. Sagt er und verkackt die Schikane. Aber ich habe an einer Stelle bewusst langsamer gemacht, also wird definitiv eine Verbesserung. Ein Shot habe ich noch. Teilweise gefühlt sogar schon an, als hätte ich sogar noch einen mehr mitnehmen können als Kari. Aber wahrscheinlich hätte ich dann eher die Suspension leicht anpassen müssen. Noch mehr Rotation. Ich fahre nochmal in die Box.
fahre direkt nochmal raus auf den Mediums zum Einfahren. Und dann auf den Softs werde ich dann Full Try Hard Mode gehen. Spät gebremst, oh Mann. Immer diese F2 bremsen. Da muss ich meinen Stil noch mehr anpassen. Ah, komm. Okay, gesaved. Definitiv meinen Stil mehr anpassen. Und diese Schikane ist auch eklig. Er ist halt mit relativ breiten Reifen und Wagen. So eine enge Schikane. Und hast eh sehr viel untersteuern. Schwieriger als ich dachte. Aber noch haben wir 3 Runden. Beziehungsweise 2,5. Also effektiv 2. Plus die Soft Runs. Ah, dann fahre ich auch mal manuell raus. Ich will nicht die gute KI Tire Wear und Tire Times haben. Weil dieses Mal ging es sogar mit den Mediums. Hä? Okay. Ich glaube, mein Controller muckt wieder. Gerade kurz auf dem alten. Okay, das sollte reichen, hoffe ich, um nicht mehr Ascari zu choken. Da muss ich aufpassen, auch Schikane Mitte Sektor. Könnte knifflig werden dieses Mal. KI scheint wieder
stark zu sein auf der Strecke. Aber Hauptrennen muss einfach sitzen jetzt. Nächste Rennen auch. Ich weiß gar nicht, was das nächste ist. Geil, dann wäre. Stark. Ist auch, glaube ich, dann hast du das Schlimmste hinter dir. Russland, Der ist schon wieder verlockend. Ja, ich glaube Russland, stimmt. Ich lass ihn mal durch, ich weiß nicht, ob er auf Hotlap ist. Russland, Abu Dhabi. Oder Abu Dhabi? Abu Dhabi? Abu Dhabi? Macht doch Sinn, dass ich Turn 1 auf der Bremse aufpassen muss. Da werden die guten F2-Bremsen ja gerne mal ein bisschen kälter. Aber jetzt Dry Hard Mode. Oh. Oh Gott. Hab noch eine Runde, um mich zu verbessern. Reifen werden dann nicht optimal sein. Muss irgendwie einfach für die vorderen Plätze reichen. Auch wenn das Karima absolut nichts war. Perfekt. Schon Reifen. Ich glaube, das wird für die Top 5 reichen. Driver behind. Didn't catch that. Say again. Driver. We're having trouble receiving. Driver behind. Drugovic is behind you. Their best lap time is a 1 minute 30.2. Ja, okay. Erste Chance jetzt, let's go.
Reicht vielleicht gar nicht vom Benzin. Fuck. Eingang zu hoch gewesen. F. Ist auch okay. Dafür, dass alles improvisiert ist. Ich eigentlich meistens eher mit Übung vernünftig fahre. Nämlich die Runde. Ich fahre jetzt natürlich einfach mal auch die zu Ende. War nix. Ist kurz mal das Heck gekommen in Ascari. Ja, das war's. Sollte passen. Das Belgien-Setup war da ein bisschen nicer, hatte auch ein bisschen Oversteer, aber hier habe ich noch irgendwas. Irgendwas passt auch nicht ganz, aber es ist fein. Ah, habe ich zu früh geskippt. Eigentlich lasse ich das immer an, so für Immersion und so. Aber ich stürme mich da mal kurz, damit das gleich laufen kann und ich was trinken kann. Perfektes. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Hello and welcome back to a classic circuit familiar to fans the world over. This is Monza. You can hear the cars ready to go. Certainly the fans are ready for some action. We're all set, so let's get this Formula 2 race underway. Monza is one of the fastest circuits in Formula 2, comprising some very long straights and tight chicanes. The engines spend so long at full throttle, in fact, that engine failures are not an uncommon sight here. On top of that, the 3.6 miles of track are pretty hard on the gearbox too. Turn one at Monza is famous, or should I say infamous, for serious contact and incidents, especially on the opening lap. What are your thoughts on that, Davide? Yes, this chicane is a tricky one. A lot of time you see the more experienced drivers hold back from full throttle to keep themselves safe as everyone tries to squeeze into the racing line after the opening straight. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's results, the look at the starting grid. Good job yesterday from Louis Deletraz, the Swiss driver starts from pole position. And it's Felipe Dragovic in P2. Looking down the rest of the grid, we have Deruvola, Aitken, Mick Schumacher, Ansato, Tictum, Armstrong, Ilott, Luca Giotto, Sonoda, Piquet, Christian Lundgaard, and Alesi, Nissani, Matsushita, Joe, and Guillaume Somaya, Mazepin, and Artem Markov. Schwartzman and Sean Galeel completes the grid. Now it's almost time to lights out. So let's go down to the track. Let's go. Fuck it. Obwohl, ne. Oder? Perfektes Timing schon wieder. Du ahnst es nicht. Uff. Halbe Flasche noch mit umgerissen. Perfekt.
Jetzt aber. So, im Mittelsektor sind die Mediums schon ein bisschen am Rutschen. Aber ich gewöhne mich dran. Dafür habe ich am Ende halt die schönen OP-Softs. Da habe ich wiederum nicht genug Turn an. Belastend. F2 kann man leider nicht Frontflügel umstellen, aber egal. Bringt's zum Funktionieren. Wäre ich jetzt wie in Silverstone und da hat es funktioniert. First try, let's go! A new fastest lap of the race. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Damit. Ich pack's einfach nicht. Last try. Okay. Ich spiele das Replay ab und dann sage ich last actual try, weil das... Come on. Okay,
Okay, von hier sieht es nicht mehr so eindeutig aus. Ja, okay, aber dann war ich schon relativ vor ihm und dann nimmt er noch mein eines Hinterrad mit. Und auf dem Spiel sind die halt super fragil. Zwar in dem Spiel. Das Heck im Allgemeinen, wenn das da eine Berührung kriegt, ist direkt weg. Oder alles so. Contact Model in dem Spiel. Ein Hauch und it's over. Sagen wir Last Try. Bei dem ich Lap 1 überlebe. Solange es nicht zu arg eigenverschuldet ist. Okay, das ist doch wieder grob so, wie es beim letzten Mal war. Bloß Armstrong ist halt jetzt weg. Digga. Er bleibt einfach stur auf der IA-Linie, so. Komplett ignoriert, aber... Okay. Wie gesagt, ich würde gerne Runde 1 überleben, wenn ich normal so geradeaus fahre, niemand vor mir ist und ich auf einmal von hinten weggeschoben werde. Aber ja. Motiviert mich nur noch mehr. Okay, ihr seid erratic so. My bad. Ich lass ihn fahren. Digga, Mick. Zum Glück fährt er in der echten Welt nicht so. Wollte ihn fahren lassen und kommt natürlich gleich 5 für den Gangbang an. What the fuck? Also, ich schaue es mir im Nachhinein wahrscheinlich eh nochmal an, aber das war für mich eindeutig Moving Under Braking so. Machen die gerne mal, aber das war für mich auch wieder ein bisschen too much. Wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, sofern ich Runde 1 mal überleben darf, nicht mehr zu restarten.
PlayStation Moment. Ja, ich lass ihn ziehen. Dann auch DRS demnächst und er war zu dem Zeitpunkt noch schneller als er. Das ist irgendwie weird. Wir sind hinter einem die ganze Zeit schneller und dann kommen sie vor einen und rocken erstmal in Apex. Ups. Great battle, though, so far. Ah, okay. War ein bisschen zu deep von ihm, aber... Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich ein bisschen abgeblockt. Verschrien auch. Das mit dem Kampf ist natürlich ungünstig. Also für mich, für Drugovic ist es schon eher günstig. Muss jetzt gleich Runde 4 so. Sollten deine Swaps auch langsam nachlassen, da muss ich an ihn ran. Denn er kriegt ja auch irgendwann einen Undercut. Wobei ich auf Mediums, auch wenn meine ein bisschen älter sind, vielleicht schon ein bisschen die Edge habe, hoffe ich. Dass er nicht zu sehr undercuttet. Weather report? Weather? Weather? Okay, Jeff redet nicht mehr mit mir. Egal, vielen Dank für das Dabeisein, Herr Alkonaut. Man sieht sich vielleicht später wieder. Ich versuche mein Bestes mit der Championship. Aber auf jeden Fall vielen Dank nochmal. Und ja. Hol dir das neue Aero-Paket, my boy. Weather report. There's static over the radio, say again. Weather. Radar is clear. Weather is looking good for now. Wahrscheinlich bist du jetzt eine 21 in Japan gefahren mit deiner Bewertung. Deine Bewerbung hier. Bin schon mal gespannt, aber wird es wahrscheinlich eh bei dir Sprint 1 sein, dafür ist kein Weg vorbei. Also, selbst wenn du 1,40er Zeiten überall eingereicht hättest, dann weißt du, dass du schnell bist, also ja. Aber wahrscheinlich hast du das auch mal für dich gemacht, um einfach wieder ein bisschen die Strecken zu üben und so weiter und so fort. Aber get in there now. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. Full race update. Repeat now, there's interference. Race update. Second place, you're in second place. Drugovic ahead. Gap to car in front is 2.2 seconds. They're on old softs. Armstrong is behind you. The gap to the car behind is 2.7 seconds. They're on old softs. Pit window opens in 5 laps time. 5 laps, 11 laps to go. Caution.
Pedro is in the pits. Pedro in the pits. Approaching the pit window, you'll be on the softs. Tire condition is still looking good.
In this lap, push now. Complete, go now. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Manage your tires. A time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race.
teammate by 9.3 seconds. Job. That was the fastest lap of the race so far. This is your final lap of the race. Endlich. Puh, nicht ganz First Try, aber Full Sweat Mode. So muss das. Leider nicht ganz clean. Also gerade am Anfang habe ich ein paar Kurven zu sehr gecuttet. Hab dann auch verdiente Strafe bekommen. Und ja, auf regulär muss das hier unbedingt sein. Und natürlich einmal
diesen Racing Incident gehabt. Also er hat mich in der Bremszone ein bisschen abgeblockt, meiner Meinung nach ein bisschen zu spät bewegt. Aber dann habe ich halt meiner Meinung nach auch sehr unglücklich seinen Hinterreifen berührt. Ja, das war blöd. Aber ich wollte nicht mehr resetten. Dementsprechend, ja, sehr unglücklich. Aber ich hoffe, Drugovic war nicht zu hoch in den Meisterschaftsstandings, beziehungsweise konnte noch auf einer guten Position ins Ziel kommen. Ups, schon wieder skippt. Wollte ich ja eigentlich auch ein bisschen reduzieren. Puh. Noch das Sprintrennen und dann erstmal dead. Sheesh, wo war denn Lundgaard? Außerhalb der Punkte. Let's give it to Marcus Armstrong. That was a quality drive from start to finish. He can be proud of that. Wen habe ich noch mal geholt? Ach ja, was meinst du, Schiete? Ne, Drugovic. But the driver I choose today just about has the edge, I think. After all this drama, you'd be mad not to join us for the next race. Yes, Charlie's auch vorne. Ist vielleicht bei den Highlights drin, dann kann ich das vielleicht nochmal judgen. Oder war es Aitken? Ich glaube, das war Aitken. Ja, war nur ein bisschen zur Seite bewegt, aber ich wollte dann innen zurückstecken oder ja, ausweichen quasi und hab dann war schon ein bisschen gescared quasi oder diesen einen Move gemacht hat. Ich glaube, jetzt kommt das ungefähr und ja, konnte nicht mehr weiter innen, weil er die Linie genommen hat, also halt die KI hätte ich mitrechnen müssen und dann traf ich den hinten. Das war kacke. Und will eigentlich ja auch clean so das Ding machen. Könnt ihr jetzt argumentieren, mit der Zeitstrafe wäre es vielleicht nur Zweite gewesen. Ich weiß nicht, ob... Ja, ist halt immer ein bisschen schwer zu sagen, so, wenn du halt jemanden so abweist, dann denkst du halt auch manchmal ein bisschen drüber nach und dann bist du halt noch ein bisschen loster, aber trotzdem. Ja, wäre vielleicht kein Sieg gewesen und so, ist halt blöd. Anyhow. Next one. Welcome back for the final event of the weekend, the sprint race. Here, the top eight from yesterday's feature race are reversed to make up the grid below us. And in just a few minutes, those drivers will be hurtling down into turn one. As we await the start of another hugely anticipated Formula 2 race, I'm joined again by Davide Valsecchi. Davide, as a former GP2 champion, we get some insight to what is running through these young drivers' heads as they sit out on the grid. Ciao, Alex. It's a pleasure to be here. They are nervy moments. There is no doubt about that. Mental strength is the key to remaining calm and focusing on the upcoming race. Formula 2 is so competitive, and all of these drivers know that they are going to be pushing each other all of the way. In these sports, you have to be able to control your nerves.
fastest lap of the race. Has just made a pass for the lead. Okay, that was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Focus now for the rest of the race. Puh, jetzt lässt langsam die Konzentration nach. Ich muss auch gestehen, das war ein bisschen blöd gerade von Tsunoda. Bin direkt hinter ihm und er bleibt fast stehen. Also war schon ein bisschen salty gerade, aber glücklicherweise gemutet. Bleiben wir halt einfach stehen. Nochmal. Das ist schon ein bisschen belastend. Muss ich beim nächsten Mal schneller durch. Also durch die ersten Rennen. Da war jemand in meinem Sidepod. Hatte Bock.
Bruder, Bruder. Was denn bei dem? Achso, Alesi war neben ihm, das erklärt's vielleicht, aber ja, nicht gerade die feine britische Art vom Briten Callum Eilert. Kann ich mich dann in meiner Art eines Grobians da ein bisschen rechtfertigen. Das meine ich. Stecke ich hinter Lesi fest. Er hatte mir also sehr viel Platz gelassen, sehr höflich von der KI. Komm, nur weil Giotto da einen irgendwie abblockt, ey. Zwar lesen, aber meint. Und dadurch, dass er mich in der Bremszone nach innen gepusht hat, sie ausweichen und vor dem Überschuss dann ein Tick schon rein. Das hat mich einiges an Zeit gekostet, die man Sprintrennen nicht verlieren will. Oder nehmen wir Armstrong. Im Tilt gar nicht mehr mitbekommen.
Ärger. Aber ich guess ein bisschen auch Karma für den Anfang, aber egal. Ich mach jetzt einfach das Beste raus. Sekunde. Gut, wir haben jetzt ein bisschen mehr gepusht, ne? Aber ungefähr eine Sekunde vielleicht habe ich da an der Stelle schon verloren. Also das mit dem Pushen war auch bezogen, dass das Delta oben nicht eine Sekunde angezeigt hat. Halbe Sekunde schon mindestens. Das macht in solchen Rennen halt schon einiges aus. Aber halbwegs fair, wenn man in Betracht zieht, wie wir oft ich resetten musste. Zwei restarten. Jetzt mache ich es wieder. My days. Ja, komm. Einen hau ich noch rein. Noch habe ich nicht aufgegeben. Langsam wird's painful. Ich glaube, ich mute mich gleich wieder. Ups, da war ich noch gemutet, ich wollte sagen, den habe ich nochmal neu gestartet, weil die Legal Overtakes waren blöd. Musste ausweichen. Ich weiß, war innen, aber meiner Meinung nach eher erst später. Und mir wurde halt auch kein Platz gelassen, aber jetzt bin ich wieder gemutet gleich. Wieder zu ambitioniert. Gestern kann ich mich auch so lassen und einfach die ganze Zeit still sein. Das war doch mal clean. I like that. Nicht, dass 50 Millionen KI-Fahrer hin und her ziehen und alle Breiten gerade auf der Strecke gefühlt mit abdecken. Wow, das war schon wieder ein bisschen wild. Beiderseits.
That's a good start. Keep it up. Alternative Route wird berechnet. Zum Glück nicht weggechoked. Das ist die Hauptsache. The fastest lap of the race. Keep this up. Das ist mir Nala.
job. That was the fastest lap of the race so far. Okay, der Try war ganz nice. Captain wäre ein bisschen ermogelt, aber nämlich Anfahrenformat, also what gives. Also muss der Try auch fun sein, so. Das ist meine Rechtfertigung. Das ist mehr fun als sowas. So, Davide, how exactly did they set themselves apart from the pack today? This is why I love this sport. The car dominates the track today. You could tell they went in full of confidence, with a clear strategy in place. They displayed excellent knowledge of the track and made it count when it comes to some of those more tricky corners, allowing them to make huge gains on some of the less confident corners. I guarantee the fans will certainly be talking about today for a long time to come. It's time for those well-deserved celebrations. They may be one of the newer teams to join F2, but the Charouse team have shown they're a force to be reckoned with, taking home the victory. Well done to everyone on the team. And now, let's take a look at the driver's stand. It's a good result for Louis Deletraz, who extends his advantage at the top of the championship. And now, Davide Valsecchi, let me ask you, who is your driver of the day? Difficult call, but I'd like to say Louis Deletraz. He was just perfect in conserving the tires and made the difference at the end. And now a look at the team standings. Charouse moved further clear at the top of the table. Meanwhile, Prema have improved their position. A strong weekend for them as they fight their way to the top. That's the end of today's race. Thank you for joining us, and I'm sure you'll agree it was a great race and sets us up nicely for the next installment in a few weeks' time. Take care. From Davide and I, it's goodbye.